Schostakowitsch ist sicherlich ein Monolith in seiner Umgebung, zeitlich und auch musikalisch gesehen, und ist einer der ganz großen Symphoniker, wenn wir es in der Tradition von Haydn, Beethoven bis über Mahler nach Mahler kommt, eigentlich dann fast lange nichts mehr. Ausnahmen, kleine Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Schostakowitsch ist dann etwas, das in seiner Eigenständigkeit und in seiner Tiefe etwas ganz was Besonderes ist. Seine Musiksprache und wie er sich geäußert hat zu den Umständen seiner Zeit, ist einfach revolutionär. Es ist seine Werke wie 9. Sinfonie, auch 2. Klavierkonzert, die kommen in einer gewissen Art und Weise sehr leicht daher. Es ist eigentlich eine Hommage an Haydn in der Symphonik, wenn man so will. Aber sie haben immer einen doppelten Boden. Es ist eine Ambiguität in dieser Musik, die es möglich macht, diese Stücke immer von verschiedenen Blickwinkeln auszusehen. Man kann es so sehen, als wäre es einfach eine leichte, spielerische Symphonie mit sehr viel musikalischer Komik. Wenn man aber auch in die tieferen Schichten geht, sieht man, dass das eine Auseinandersetzung mit der damaligen politischen Situation war, die in seiner Brisanz auch was unfassbar Mutiges haben. Also Schostakowitsch hat sich getraut, der Führung damals eine 9., eine Siegessymphonie vorzusetzen, wo er im Endeffekt dem ganzen Regime die Nase dreht, und hat nicht überraschend bis nach dem Tod Stalins keine Symphonie mehr aufgeführt. Also das war dann schon, da hat er schon viel Mut bewiesen. Und wir versuchen eben, Schostakowitsch in diesem Spannungsfeld der klassischen Faktur des Stückes und der wirklich tiefen Auseinandersetzung auf individueller Ebene da nahe zu kommen und gerecht zu werden. Das 2. Klavierkonzert in seiner Anlage hat durchaus etwas von einem Lehrstück. Also es ist technisch was ganz was, man würde fast sagen, Klassisches, hat fast Etüdencharakter von Zeit zu Zeit. Aber das spricht eben auch für die Künstlerpersönlichkeit Schostakowitschs, dass auch wenn er so ein Werk anlegt, es ihm einfach nicht gelingt, ein einfaches Lehrwerk zu schreiben. 12 oder 16 Takte sind einfach parallele Oktaven, also beide Hände spielen dasselbe. Das kann ein Kind im dritten Jahr Klavierunterricht auch spielen. Und drunter gibt es so eine witzige, ironische Melodie vom Fagott. Und beides zusammen, schon diese Kontraste, das Lyrische im Klavier und das witzige Element im Fagott, sind schon sehr charakteristisch für den ersten Satz für Schostakowitsch überhaupt. Er wollte einfach zeigen, was man als Pianist zu beherrschen hat. Hat es aber mit einem unendlichen Grad an Tiefe versehen musikalisch. Das ist schon sehr, sehr toll. Sabine war es auch ein Glück, das auch in Gießen schon aufgeführt zu haben, weil es a priori so aussieht, als wäre das so quasi ein leichtes Klavierkonzert, das man da so aus dem Ärmel schüttelt. Aber da in diesen 2, 3 Wochen sich dem Stück noch tiefer zu nähern, als es eigentlich
möglich ist in einer normalen Produktion oder in einem normalen Symphoniekonzert. Das war sehr ergiebig und ich glaube, das Resultat kann sich hören lassen.